Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Ihr seht schon den Titel. Wir gehen gerade zum Spiel LA Clippers gegen Golden State Warriors. Zum ersten Mal Steph Curry live sehen. Das ist, glaube ich, das letzte Team, was mir so gefehlt hat, was ich unbedingt sehen wollte. Eli, Melle, Rort, Mutzi und Eldon. Wir machen gerade einen Familienausflug. Leider sind wir stecken fest im Traffic, LA-Traffic, wie immer. Ich glaube, wir kommen ein bisschen zu spät. Navi sagt gerade 12.57 Uhr, 13 Uhr beginnt das Spiel. Naja, lasst gerne ein Like da, lasst aber dafür Spaß. Make room on my plate. I just said my grace and then I ate. Got a particular taste. I just stuffed my... So, der Botschafter hat nämlich Tickets geklärt. Sehr geehrter Herr Botschafter. War sehr kurzfristig, aber wir haben Tickets bekommen. Ich habe, by the way, Grills drin. Nicht wundern. Heißt, wir sehen Paul George. Yeah. Wir sehen Kawhi Leonard. Yeah. Wir sehen James Harden. Soll ich mal alle sagen, die ich überrasche? James Harden. Den sehen wir heute. Ja, Steph Curry. Ja, sind wir auch heute. Digga, ich sehe was für Steph Curry. Dann der eine, der gewechselt ist mit der Nummer 0, Westbrook. Was? Wow, weißt du das? Wir geben da ein bisschen Gas, weil hier so krass Stau ist. Laufen wir jetzt. Ich hoffe, einen schlauen Lebenkoll von Jello. Wir hätten 10 Minuten gebraucht für 800 Meter mit Auto. Und dann hätten wir aber noch parken müssen. Deswegen haben wir hier geparkt. Jetzt erhöhtes Lauftempo. 800 Meter, sag ich, brauchen wir 5, 6 Minuten. Hat sich schlau angehört, habe ich ein Go gegeben. Digga, ich habe so Angst in Downtown. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Was ist los? Sein Glas ist kaputt. Digga, Downtown ist so crazy. Melle, was machst du? So, by the way, wir machen jeden Tag, nehmen wir alle verschiedene Videos auf. Das ist jetzt mein erstes Video. Jello macht heute eine Foodtour. Hort macht einen Vlog des Tages. Nehmen wir Der Dümmste fliegt auf, der war beim Friseur. Also wir machen euch schön Content. Checkt gerne alle anderen ab, alle Videos, falls ihr mehr aus LA sehen wollt. Lasst Liebe da, lasst Like da direkt. Erste Videos müssen abgehen. Ihr müsst liken, müsst kommentieren. Kommentiert, schreibt Chef Curry. Digga, erstmal Steph, ich freue mich so doll. Digga, Jello, Alter. Weiß nicht, ob es so cool ist. Drüben ist der Superman. Also hier geht's runter und drüber. Da hinten ist immer noch die Alarmanlage. Du schläfst bald hier. Ich lade mir gerne rein, wie ihr das findet. Also die Grids. Ihr werdet eh sagen, falsch Ehrgeiz. Aber ich mag es, deswegen cool. Ich habe noch einen zweiten für oben, aber ich finde, dann ist ein bisschen too much. Wir sind ja jetzt hier Crypto.com Arena. Fun Fact, Stadion von den Lakers. Willst du, dass auch die Lakers hier spielen? Ja. Musst die erste Mal LA, ne? Ja. Findest du? Ich fühle mich wie andere Welt. Das ist ja auch andere Welt. Zweite Leben, ja Mann, safe, ich weiß, was du meinst, Digga. In dem gleichen Stadion spielt auch Lakers, ne? Also wir waren hier schon. Erstes Basketballspiel auch für Melle. Ihr werdet richtig Spaß haben, auch wenn ihr keine Ahnung von Basketball habt. Erstes Game, du magst Basketball, ne? Heißt The Burp. Und Eidos auch erstes Mal live. Ja, und direkt Steph Curry, weißt du, was für ein Spiel ist, Junge? Ich muss mir jetzt aber erstmal noch ein Bier holen. Ja, bei Clippers ist dieses Jahr auch das Coole. Normalerweise hat ja jedes Team nur so maximal drei Starspieler. Die haben einfach so vier richtig große Spieler. Deswegen ist dieses Jahr Clippers auch für mich attraktiv. Leider, das finde ich richtig traurig, kommt zu spät und wir konnten nicht Steph Currys Warm-Up-Routinen angucken. Deswegen wollte ich eigentlich herkommen, nur um die Warm-Up-Routinen zu sehen von Steph. Digga, manchmal lispel ich so, ne? Digga, ich habe einfach noch nichts gehört. Wir haben nichts gesehen. Ich brauch Kawhi Leonard und Clippers Ruf, by the way. Also, ich habe eine Wette gegen meinen Kumpel. Digga, was ist denn das? Man scannt hier seine Kreditkarte. Oben sind überall Kameras. Die filmen, was du machst, was du nimmst. Und du kannst einfach rauslaufen mit den Sachen, die du nimmst. Wie krank. Das Ding ist, ich glaube, Clippers Stadion ist nicht so voll. Ich sag, es ist niemals sold out. Am Anfang wird eh nicht so voll sein. Aber ich sag, Clippers ist nicht so beliebt wie Lakers zum Beispiel. Obwohl Steph Curry hier ist, Digga. Now checking for Clippers, number 0, Russell Westbrook. Melle und Eli sind jetzt dort. Wir sind hier. Yes, sir. Ich hab hier irgendein verrücktes Bier. Keine Ahnung, was das ist. Come on, Clippers. Come on, Clippers. Das ist auch so cool, dass hier immer Musik läuft einfach. TikTok-Musik. Normalerweise ein Ticket kostet hier 300 Euro oder 200 Euro oder so. Digga, ich weiß nicht, ob es noch voll wird, aber wir müssen uns dann nicht wundern, wenn es so teuer ist. First possession. Erstmal Steph Curry live. Oh mein Gott, Steffi. There you go, Russ. Russ Brick. Warum wird der ausgebucht im ersten Stadion? Beim eigenen. Romanski oder wie der heißt. Das war mein erster Dreier von Steph live. Er macht den Check. Time.
gefühlt wie ein Auswärtsspiel für Clippers. Ich glaube, weil Steph Curry, okay, San Francisco ist nicht weit weg, aber allgemein Golden State hat so viele Fans, dass sie immer Heimspiel gefühlt. Komm mir so vor. Wen wohnst du? Lightskin Cam. Mach Lightskin Cam. Why? For three! And long! Das Stadion sieht auch so cool aus mit diesen Wanden da überall. Sieht mal riesig aus. Jetzt Buzzer Beater, noch 4 Sekunden, Paul George. Good two. Erst bitte vorbei. So, ein kleiner Abholer für euch. Draymond Green mit 12 Punkten. Scoring Leader. 4 von 5 Dreiern von Draymond Green. Steph hat 6 Punkte gerade. Clippers, Paul George 6, Kawhi 5. James Harden noch mit 0. Haben wir noch nicht gesehen. Russ mit 5. Dance Cam! Dance Cam, Boogie Bomb! Boogie Bomb! Er sagt steifen Penis. Er sagt ein Steifen. Steifen Schwanek, das ist warum? So geil, Bruder. Harden ist in der 7. Station in 3 Jahren geführt, Alter. Harden bei Clippers, er ist gar kein Scorer. Er macht jedes Spiel so 7 Punkte, 1 Rebound, 3 Assists. Digga, ich lass ihn Russ. Russ, hit the baby, hit the baby, come on. Ich wollte gerade sagen, die lassen Russ Dreier werfen. Das klappt auch noch potenziell. Eigentlich ist es schon ein Warriors Fuck. Yes, sir! I see Murphy! Ja, die Phase bei Houston, wo er jedes Spiel 30 plus gemacht hat, das war so geil. Immer mit 15 Freiwürfen oder so, Alter. There you go. Oh mein Gott. Open 3 Airball ist krass. Jedes Mal die Zeit nimmt, mit dem Refs zu diskutieren und dass sie Fans haben. Sogar in dem Raum. Er diskutiert jedes Mal mit dem Refs. Also bleiben wir warm. Ja, ja. Oh ja, James. There you go, Norman. Norman Powell. Hiya! Norman Powell. Come on, Clippers! Come on, Clippers! Wir zeigen hier nur für Steph. You gotta shoot it! Kuminga. Gerade schön. Wir haben hier einen Coach oder so vor uns. Das ist auch okay. Ja, 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 ja. Bruder, immer arm. Roland, die hält den länger drin, als wir Packs öffnen, Bruder. Das ist Weekend League Rewards von eSports. Ja. Kawhi for three. Yes, sir. Come on, Kawhi. Kawhi open. Yes, sir! Beard the beards! Kannst du mal abholen? Wie alt ist er da? Abholen mal Jungs? 15 Punkte vor. 15 Punkte vor für Golden State. Brauchen wir schon. Kawhi Leonard! Quote 95% oder so. Agree! Wir sind alte Männer immer am Rufen. Das bin ich bald auch. Steffi! Great hustle, great hustle! Dafür, wenn ich hier bin. Dafür sind wir hier. Oh, jetzt kommt T-Check. Noch ein Dreier. Safe. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Eisleberries! Ich hab gesagt, T-Check. War so klar, Digga. Noch ein, er hat noch einen. Er hat noch einen. Der war von way downtown, Alter. Gib ihm den Ball. Nein, gib mir den Ball. Jetzt guck mal, wie Steph schreibt. Hier links.
Kobe als Challenger. Right away. Steph Curry! Geile erste Halbzeit, obwohl wir nur wenig gesehen haben. So, einfach Deutsche. Einfach Deutsche direkt neben uns. So, jetzt Halftime-Show. Cheerleader. Ja. Wow. Wenn man dann hier rauskommt, so sieht's hier aus. Hier sind ganz viele Stände, ganz viele Essenssachen und alle laufen hier rum. Eine ganze Runde im Stadion halt und überall gibt's Stände ohne Ende. Aber in Halbzeit, ihr müsst in Halbzeit nichts essen holen. Macht's während dem Spiel, damit die Schlangen nicht so lang sind. Fan, aber... Ich bin Fan, aber so wie Gala diese Saison spielt, das ist der Meister. Yes! Bester Stürmer, sag es. Leider Icardi. Yes! Mauro! Gerade noch richtig coole Fans getroffen. Hier ist immer voll geil, wenn man Fans trifft. Man kann richtig mit denen chillen. Erste Halbzeit vorbei. Jungs, kleines Feedback. Geist. Es ist nicht mal viel passiert, aber, ja, aber alleine die letzten Sekunden, Steph. Diese letzte Minute. Und diese Stimmung, dass es fällt die ganze Zeit, es fallen die ganze Zeit Punkte. Ja. Es ist so, als ob Tor fällt die ganze Zeit. Viel besser als Fußball. Ja. Ich schwöre mal. Ja, locker. 100% locker. Oder wir sagen das schon mit einem NBA einer Halbzeit einfach. Warten wir ab, wenn es so spannend ist und so. Und wenn es um was geht, so geil. Ah, es Elevate sogar. Ja. Sieh, das ist schon wieder mein Shirt. Ja. Zieh aus. Das ist mein Zipper. Was? Cortez oder was? Schon wieder? Yeah. Basketball mit dem Bres. James Harden. Durch Kamera sah so aus. Digga, James Harden, catch grad fire. James Harden, and one! Come on, rap! 7 Punkte. Das Gute ist, jetzt wird sogar spannend. Da macht richtig Bock zu gucken. Steph ist nicht da. Noch 4 Punkte. Let's go! Noch 2 Punkte, Digga. Die picken die gerade. The Silencer. Keine Punkte. 10 Sekunden. Boom. Oh mein Gott. Vierte wird geil. Es steigert sich immer mehr bei Basketball. Warriors. Zwei Free Throws untereinander verkackt, kriegen die Free Chick-fil-A, die Halle. Jetzt wird so laut bei Freiwürfen. Yeah, ja, jetzt wird laut. Ah, Freiwürfe. Yeah. One more. Aber wie geil. Guck mal hier. 16 Uhr spielen, 16 Uhr, 17, 18, 18, 18, 30, 19, 19, 30. Den ganzen Tag lang läuft Basketball, ist so geil hier, Alter. Ein Dank von Kuminga, ich hab ihn nicht drauf, leider. Alter Schwede. T-Shirt! Mutzi, was ist das? Der ist noch voll. Mango, ne? Sag mal. Mango-Saft. Noch 6 Minuten, 3 Punkte Abstand. One Position gehen. Thank you. Ja, bei Curry muss man immer filmen. Es kann immer irgendwas passieren. Nein. Mango. Boah, George. Yes, auch mit dem. Yes. Kawhi, bitte Kawhi. Play up. Yeah. Kein Chick-fil-A. No Chick-fil-A for us today. Damn,
Yeah. Yeah, yeah. Hey, go on, Lennon! 2 Minuten, 1 Punkt, geil. Merkt ihr, wie es immer geiler wird? Basketball steigert sich so hoch. Ja, wir haben Glück gehabt. Es ist immer wichtig bei Basketball, dass es knapp ist. Dann ist so geil. Wir haben so ein geiles Spiel erwischt. Geil. 9 Sekunden. No foul. Ich habe Hoffnung auf Overtime, trotzdem. Ein Foul, aber nicht bei ihm. Oh. Nein, nicht. Ja, Draymond läuft. Flip away! See you, bro. Yeah, we'll see you next game. Ich wollte die ganze Zeit mit den connecten, am Ende haben wir geschafft. Clippers win. Du bist Botschafter, klär uns da rein. Okay. Junge, was für ein Game wir erwischt haben, so Glück gehabt. Melle, wie fandest du? Spaß gemacht, ne? Wie fandest du? Geistkrank. 10 von 10. Wir werden auch beim Las Vegas In-Season Tournament Final sein. Wir haben da auch Karten bekommen, NBA-Kurs, eine Botschaft. Das wird auch ein geisteskrankes Spiel. Top 8 Teams aus dem Turnier werden, glaube ich, nach Las Vegas fliegen. Ab 4. werden die dort die Playoffs spielen, also Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Und beim Finale sind wir im Stadion. Lasst Liebe dabei im Vlog. Erster Vlog aus LA von mir. Morgen gibt es einen Daily-Vlog von mir. Also ich übernehme den Tagesvlog. Danke an Riede, weil er Tickets gezahlt hat. Botschafter. Ja, Botschafter. Melle, du musst mein Outro machen. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt. Du willst mich mitnehmen, komm vorbei, wenn du mich brauchst. Ich bin jetzt 18. Weil ich weiß nur dich aus, ich bin dein Wingman. Check die Karte, deine Auto, was willst du drehen? Mit dem Regen kann ich mir einen Baum. Oh mein Gott. Yeah.